Die Deadline, der Druck, die Panik, der Stress ist nicht auszuhalten. Wie schafft man's durch die Nacht? Kaffee funktioniert nicht und man ist fix und fertig. Was ist das? Hier geht was. Fühlt sich zwar etwas schräg an, verleiht aber Flügel. Was ist Red Bull? Kann man überdosieren? Und wie geht's dem Körper, wenn man es trinkt? Willkommen bei Was wäre wenn? Heute zeigen wir euch, was passiert, wenn man jeden Monat 1000 Red Bulls trinkt. Mancherorts in den USA gibt es Bürgerbewegungen, die Behörden zwingen wollen, den Verkauf von Energydrinks an Minderjährige zu verbieten. Denn sie halten Trinkexzesse für stark gesundheitsgefährdend. Red Bull ist eine der Marken, die sie dabei im Visier haben. Was aber ist Red Bull? In Thailand entwickelt, als Getränk zur Verbesserung der Ausdauer, existiert es schon seit den späten 70er Jahren. Wurde aber erst 1984 beliebt, als ein österreichischer Anbieter es entdeckte. 3 Jahre später entstand der Slogan Red Bull verleiht Flügel. Und seitdem sind 83 Milliarden Dosen die Kehlen hinabgeflossen. Allein 7,5 Milliarden davon 2019. Eine normale Dose Red Bull enthält Koffein, Saccharose, Glucose, Zitronensäure, Taurin, kohlenstoffhaltiges Wasser, Natriumbicarbonat, Pantothensäure, künstliche und natürliche Farbstoffe, außerdem Arom. Echt super gesund, oder? Kommt drauf an, was ihr als gesund bezeichnet, aber kann man Red Bull überdosieren? Nun, 250 Milligramm Red Bull enthalten 80 Milligramm Koffein und schlappe 27 Gramm Zucker. Eine Dose macht vielleicht noch nicht viel aus, aber eine nach der anderen runterzuschütten, macht aus euch ein zitterndes Wrack. Und Überraschung, mehr als 34 Todesfälle lassen sich auf den Genuss von Energydrinks zurückführen. Abgesehen von Koffein und Zucker sind exzessive Mengen an B-Vitaminen und der hohe Taurinpegel problematisch. B-Vitamine sind gesund und schützen vor Stress. Zu viel kann aber gefährlich sein. Ein hoher B3- und B6-Spiegel kann Magen-Darm-Probleme, Lebervergiftung, verschwommene Sicht und Nervenabbau verursachen. Taurin ist zwar ein Protein, das die Entwicklung von Nerven fördert, sowie Wasser und Mineralien im Blut reguliert, sollte aber ebenso wenig übertrieben werden. Tierversuche haben ergeben, dass zu viel Taurin zu Gewichtsabnahme und Flüssigkeitsmangel führt. Was also passiert, wenn man 1000 Dosen Red Bull in einem Monat trinkt? Allein die Zahlen sind beängstigend. 1000 Red Bulls in 31 Tagen bedeutet jeden Tag 32 Dosen herunterzugurgeln. Das heißt, 2 Dosen pro Stunde, ausgehend von 8 Stunden Schlaf. Da wir keine Zeit zu verlieren haben, geht's auch gleich los. Schon nach 10 Minuten verteilt sich das Red Bull Koffein in eurem Blutkreislauf. Herzschlag und Blutdruck steigen. Nach 15 bis 45 Minuten kann man sich leichter konzentrieren. Man ist aufgekratzt, je nachdem, wie schnell die Dose leer getrunken wurde. 30 bis 50 Minuten später ist das Koffein völlig absorbiert. Die Pupillen weiten sich, der Blutdruck steigt weiter und der Körper produziert Insulinschübe. Das Koffein blockiert die Wirkung von Adenosin, eine Chemikalie, die man braucht, um einzuschlafen. Und der Körper schaltet auf Ausnahmezustand mit einer vermehrten Ausschüttung von Insulin. Die Leber gibt zusätzlichen Zucker in die Blutbahn frei und wandelt ihn in Fett um. Nach einer Stunde gibt's einen riesen Blutzuckerabfall. Und die Wirkung von Koffein lässt nach. Glückwunsch, die erste Stunde hättet ihr überlebt. Nur noch 30 Dosen für heute. Keine Sorge, überleben lassen sich die ganzen 31 Tage sowieso nicht. Die Koffeinüberdosierung gibt's nämlich schon in den ersten 2 Wochen. Denkt nur, ihr konsumiert jede wache Stunde 160 Milligramm Koffein. Das sind 2560 Milligramm in 16 Stunden. Die negativen Folgen von Koffein machen sich bereits nach 300 bis 500 Milligramm bemerkbar.
Eine Überdosis Koffein liegt irgendwo bei 10 Gramm. Da eine 250 Milligramm Dose 80 Milligramm Koffein enthalten kann, überdosiert ihr also schon total bei 125 Dosen Red Bull. Die geschätzten 8 Stunden Schlaf können wir also vergessen. Mit all dem Zucker und Koffein-Intus ist es kein Wunder, dass Schlaflosigkeit als Nebenwirkung gilt. Dann ist da noch das körperliche Nachspiel dieser Herausforderung. Bluthochdruck, Diabetes 2 Risiko, Herzschwäche und Nierenprobleme. Ganz abgesehen von den Zähnen. Die würden scheußlich aussehen, der Zahnschmelz verschwindet. Niemand sollte je so viel Red Bull trinken. Unser Körper ist nicht dafür geschaffen, ständig in diesem aufgekratzten Kampf- oder Fluchtmodus zu sein. Selbst mit einer Dose Red Bull tut ihr eurem Körper keinen Gefallen. Ihr müsst aber nicht ganz auf Koffein verzichten. Kaum vorzustellen, wie unsere Welt aussehe, wenn jeder aufhören würde, Kaffee zu trinken. Aber das ist eine andere Geschichte. Für was wäre, wenn?